Und damit begrüße ich euch nochmal recht herzlich hier zu Time Out by Kai 3. Eine halbe Stunde lang mit ganz vielen verschiedenen Themen. Unter anderem geht es um den Film The Pathfinder, denn der Film läuft morgen in den Kinos an. Und ich habe für euch Kinofreikarten, die ihr bei mir gewinnen könnt. Und da werde ich nochmal über die Sendung Sophies Kinowelt sprechen, das heute Abend natürlich um 17.30 Uhr läuft. Außerdem geht es um Sting und das neue Projekt, was er an den Start gebracht hat, The Journey and the Labyrinth. Das hier ist die CD dazu. Ich werde es gleich vorstellen, denn er spielt heute Teile daraus in der Tonhalle in Düsseldorf. Und ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von diesem Album. Aber ich liebe Sting und ich liebe The Police. Und die sind auch nochmal auf Tour ab Sommer 2007 und dann auch noch in Deutschland im September. Dazu gleich eben mehr. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich auch einen Studiogast habe in der nächsten halben Stunde. Also jetzt eigentlich. Kitty Hoff heißt sie. Und sie hat ein neues Album, das heißt Blick ins Tal. Ein wunderschönes Album. Und ich würde es jetzt mal als Chanson, Jazz, Pop beschreiben. Ob sie das auch so sieht, das kann sie ja gleich selbst beantworten. Und damit sage ich herzlich willkommen, Kitty Hoff. Hallo, hallo! Herzlich willkommen! Schön, dass du da bist. Da können wir auch an dieser Stelle schon mal erwähnen, warum hier die Instrumente stehen, denn du wirst gleich mit deiner Band performen. Blaue Stunde aus deinem Album Blick ins Tal. Darauf freue ich mich schon sehr. Das Album ist wunderschön und ich habe es zwar gerade als Chanson-Pop-Jazz-Mischung beschrieben. Würdest du das unterstreichen? Ja, auf jeden Fall. Oh. Ein Mikrofon. Ganz wichtig. Ja, ist schon richtig. Also es hat von allem was, hört sich immer ein bisschen ungriffig an mit diesen drei Komponenten, aber trifft es trotzdem ganz gut. Die Texte sind natürlich ganz wichtig, gerade bei deutscher Musik, finde ich persönlich, wenn man in Deutschland performt. Und wenn ich, also ich habe jetzt mal ein bisschen was gelesen, es geht um Freiheit, es geht um die Psyche, es geht um, ja, um das Leben an sich. Mhm. Was sind Situationen, die dich beeinflussen und inspirieren beim Schreiben? Ja, eigentlich all das, was man so erlebt. Also es gibt immer so Impulse und wenn man eben Lieder schreibt, dann kann man aus so Impulsen eben noch mehr machen. Mhm. Dann bleibt irgendwas hängen oder irgendwas hat mich besonders beeindruckt oder fand ich lustig oder so und dann mache ich da weiter und im besten Fall entsteht ein guter Song draus. Du hast in Wien studiert, Gesang, Schauspiel und Tanz und das heißt, du wusstest schon ganz früh, dass du Musikerin werden willst oder eben auf der Bühne stehen willst oder wann hast du dich dazu entschieden? Ja, im Grunde, also ich habe als Kind immer schon getanzt und auch viel Musik gemacht zu Hause und nach dem Abitur habe ich dann so eine Vorausbildung gemacht und da war eben Tanz und Gesang und Schauspiel und dann dachte ich auch, irgend so ein Studiengang wäre hübsch und das habe ich dann auch gemacht, aber ich habe halt schnell gemerkt, so das Musical-Genre ist gar nicht meins, da will ich gar nicht hin und deswegen habe ich das auch abgebrochen und dann für mich eben mir die Lehrer gesucht und so weiter gemacht. Wie sieht denn eigentlich so eine Gesangsausbildung aus, also wenn man mit Lehrern zusammenarbeitet, was genau lernt man da? Ja, es ist nicht so einfach für das, was ich auch mache. Also deswegen war es auch gut, irgendwann mit dem Unterricht aufzuhören, weil eigentlich ist es immer klassischer Unterricht. Mhm. Und diese klassische Stimme, die mag ich gar nicht so. Und deswegen muss man aufpassen, dass man da nicht so verbildet wird, sage ich jetzt mal. Ich kann mir auch vorstellen, eben als Chansonsängerin muss man immer was Besonderes mitbringen, sodass man wiedererkannt wird. Hast du dann eben bei deinen Lehrern auch gemerkt, dass sie dich versuchen, in eine bestimmte Richtung zu schieben? Ja, klar. Ich meine, als Lehrer gibt man immer das weiter, was man selber gelernt hat meistens und wenn man dann als Schüler merkt, das ist aber gar nicht so meine Richtung, dann muss man aufhören und auch das eigene selbst weiterentwickeln. Du hast auch Germanistik studiert, hilft das dir bei deinen Texten? Ach naja, helfen nicht, aber es war ganz okay, das Studium und naja, bei den Texten direkt helfen nicht. Nee. Aber bist du von irgendwelchen Dichtern aus Deutschland oder von der, also lyrischen Sachen, die dich beeinflussen? Tja, aber dann auch eher so ein Georg Kreisler, der ja kein Germanist war, sondern auch einfach ein sehr sprachlicher Musikkünstler. Mhm. Mhm. Du hast auch Sachen gemacht wie Meisterkurse. Was ist ein Meisterkurs? Ja, Meisterkurs nennt sich ja immer, wenn jemand, der ganz bekannt ist und groß ist im Geschäft oder wie auch immer, wenn der einen Kurs gibt für Schüler, dann ist es immer ein Meisterkurs, weil da eine Art Meister vorne steht. Das war in dem Fall Gisela May, diese in bestimmten Kreisen doch sehr bekannte Diseuse, die viel Brecht gesungen hat und so.
Du machst an Musik, die vielleicht, ich würde es ja mal behaupten, vielleicht vor 10 Jahren nicht so angekommen wäre wie heutzutage oder vor 20 Jahren vielleicht noch besser als heutzutage. Ist das eine gute Zeit jetzt für dich? Ich glaube schon. Mhm. Also es läuft ja viel, jetzt auch swingmäßig und so, Cicero und diese ganzen Sachen und Annette Louisanne natürlich. Das ist schon so ein Revival, so ein bisschen. Mhm. Ist das eine Entwicklung, die du ja beobachtet hast, oder hast du gesagt, ich mache eh diese Musik und ich versuche es einfach, ob es klappt oder nicht? Und hast du gesagt, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Nee, das war nicht geplant. Ich weiß noch, wir waren im Studio und dann ging das gerade los mit Annette Louisanne. Mhm. Und ich war erst ein bisschen erschrocken und dachte, das ist ja irgendwie das, was wir hier gerade aufnehmen, so ein bisschen. Mhm. Aber letztendlich ist es ja gut. Also dafür, dass es bekannter wurde und auch bei der Masse so ein bisschen bekannter wurde, ist es okay. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Webseite, da können wir gleich nochmal drauf surfen. Aber ich wollte ganz gerne mal bei uns ins Forum schauen, denn die Leute haben sich auf jeden Fall deine Website angeschaut und deine Musik gehört und sagen alles ganz toll. Psychenswing, Gipfelstorn und Tok 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 finde ich gut, sagt Sonic. Sind das drei deiner Lieblingslieder oder hast du was anderes auf der Platte, was dir besonders gut gefällt? Kann man das überhaupt sagen? Ich meine, viele Künstler sagen, das sind meine Babys, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, ja. Ja, ist ja auch irgendwie so. Ich meine, die Platte ist sehr unterschiedlich, deswegen, das sind jetzt so Swing-Nummern und eine Samba-Nummer. Ich mag auch den Titelsong Blick ins Tal, finde ich eine schöne Stimmung, also erkenne ich mich sehr wieder. Aber klar, die sind alle, zu jedem Song habe ich eine Beziehung oder finde die natürlich schön. Natürlich. Radio Easy MP3 sagt, eine Frage zum Internet, durch MySpace als Künstler, wird man da wirklich bekannter als sonst oder gibt es auch andere Wege, bei denen es genauso gut klappt? Was würdest du selber aus eigener Erfahrung sagen? Also ich glaube schon, dass MySpace tatsächlich ein Muss ist. Also ich würde nicht sagen, dass man dadurch bekannter wird, aber da fehlen sollte man auf keinen Fall. Mhm. Das ist schon wichtig und man kriegt ganz viele Kommentare, man hat einen guten Kontakt zu den Usern sozusagen. Das finde ich schön. Was bei deiner Website ganz besonders schön ist, finde ich, ist, wenn man drauf geht, dass man sofort so einen Eindruck bekommt von deiner Musik, weil man eben damit, ja, also du singst zumindest nicht am Anfang von, wenn man drauf geht sofort, aber man kriegt auf jeden Fall einen schönen Eindruck und ich finde die Platte, wie gesagt, wunderschön. Wir werden gleich noch ein bisschen daraus hören. Live wirst du spielen eine Blaue Stunde aus dem Album und wir gucken uns jetzt erstmal ein anderes Video an von einer anderen Band, The Feeling. Ist das eine Gruppe, die du gerne magst? Kennst du sie? Ich kenne sie. Wirst du jetzt kennenlernen. The Feeling mit ihrem aktuellen Song und nachher bin ich wieder mit Kitty im Gespräch, also bleibt auf jeden Fall dabei.